Einen wunderschönen guten Morgen. Der Kaffee ist schon am Kochen. Wenn ich ein bisschen was gegessen habe, dann geht's durch. Ich melde mich mal, wenn ich dann gepackt habe und so. So, alles gepackt. Schlauhammer. 7:43 Uhr. Also, wollte schon vor 13 Minuten weg sein. Nebelig. Oh, meine Freunde. Ich kämpfe mich jetzt die ganze Zeit hier. Das Hochwasser, sind ja auch viele Straßen gesperrt. Und nichts ist umgeleitet und gemacht und getan. Das muss ich einmal orientieren. Ja, ich will nicht immer das Handy anmachen. So, bis gleich mal. Also ich habe jetzt schon 6 Kilometer gefahren, davon bestimmt 3 Kilometer nur, um einen anderen Weg zu suchen. Das wird heute eine ganz harte Nummer hier. Boah! Ah, hier muss man jeden Kilometer schwer kämpfen. So, meine Freunde der gepflegten Autounterhaltung. Durch das Hochwasser habe ich jetzt auf den ersten Kilometern, ich glaube, es war 11 Kilometer, 11 müsste schon eigentlich von der Kilometerzahl schon längst in Gerolstein sein. Da bin ich noch lange nicht. Ja, hat sich alles ein bisschen schwieriger gestaltet. So, jetzt geht es gleich hier und es geht die ganze Zeit bergrunter, bergauf, bergrunter, bergauf, bergrunter, bergauf. Also kostet richtig Kraft. Und jetzt habe ich vor, bergauf, ja, erstmal das Fahrrad abgestellt. Boah. Ich will schon fast wieder aus Gerolstein raus. In Gerolstein muss ich ja mal gucken, dass ich mein Trinken nach auffülle. Ja. Und der Nebel, alles ist plitschenass durch den Nebel. Das Ganze kommt dann noch dazu, dass man sowieso so kaputt ist, die Oberschenkel brennen und dann der ganze Scheiß noch. Aber ist egal. Dabei sein ist alles. Alles noch vom Hochwasser. Moin. Morgen. Fahren Sie auf die Kilter Radweg. Ja, richtig. So sieht der Radweg aus. Und so werde ich natürlich meine Tour jetzt nicht schaffen, wenn das weiter so geht. Ah, da hinten sieht er gut aus.
Da habt ihr Aussicht auf die Krüllburg. Oh Mann, hier geht es berghoch für Verrückte. Ich mache mir keinen vor. Mein neuer Kollege Joachim, der strampelt noch. Aber das wird ja fast nichts anderes wie Radfahren. Ja. Geht schon wieder berghoch, das ist normal. Ja, Kordel ist ja auch dann vom Eifelsteig die letzte Etappe. Kordel nach Trier. Ja. 73,5 Kilometer heute schon. Ah. Aber schon 6 Stunden am Fahren. Und du hast mehr, ne? 80. Und 4 Stunden 30. Ja. Unser Radweg ist weg. Ja, da wäre der Radweg weitergegangen nach Kordel. Ja. Am Sportplatz. Ich muss einmal meinen Schuh binden. Die Mosel. Ja. Thank you.
Wege haben uns das getrennt. Ich fahre jetzt weiter auf dem Moselradsteig. Ja. Mal gucken, wie viele Kilometer heute noch ich habe. 92,2. 100 will ich auf jeden Fall noch machen. Ich muss sagen, ich fahre jetzt so lange, bis ich eine gute Schlafstelle habe. Oder vielleicht kommt da auch mal was, wo ich was trinken kann oder so. Eine kalte Cola wäre jetzt geil. Okay, ciao, ciao. Heute zurück der Kilometer 111,3. Ich weiß noch nicht, ob ich das gleiche Lager oder weiterfahre. Ich weiß noch nicht. Ich denke mal, es wird nachts hier nicht so viel Verkehr sein. An der Mosel ist das Problem. Wanderhütten gibt es keine richtige Orte, wo man sich verstecken kann oder sonst was gibt es auch nicht. Campingplätze gäbe es, dafür habe ich das falsche Zelt dabei. Das habe ich ein bisschen abgelegenen Ort, aber eine Straße ist ziemlich nah. Aber es ist hier überall. Es ist genau wie am Rhein. Halt ich das ja auch. Ist ähnlich hier. Ja, ich werde das Zelt noch nicht aufschlagen, noch weit hier sitzen bleiben und chillen. Und dann mal gucken. Vielleicht fahre ich auch noch weiter, ich weiß es nicht. Ich gucke gleich mal auf die Karte und dann. Also, ich entschließe mich weiterzufahren, weil das ist mir zu nah an der Straße. Und da. Das gefällt mir da unten auch nicht. Da muss ich über die scheiß Brennnesseln. Und da ist auch nicht wirklich ein guter Schlafplatz. Und am Wasser, dann brauche ich schon mein Zelt, also mit dem Moskitonetz. Sonst werde ich zerstochen wie die ganze Zeit schon hier. Da kann ich mich auch nicht wirklich hinlegen. Da sieht man mich von der Straße aus. Ist alles im Kotzen. Ich fahre weiter. Hier habe ich ein kleines Eckchen gefunden. So ein bisschen abgeschirmt bin. Ja, hier habe ich Stöcke rumliegen, da und da, da kann ich mit arbeiten, kann ich mit Ding aufbauen und gut. So, jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen chillen. Also dann waren es heute im Moment, ja, 120 Kilometer. Und der Krüllradweg, der ist wirklich heftig. Also von den Höhenmetern. Also nicht mal so von den Höhenmetern, sondern von den Steigungen, wie die kommen. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, ich baue mal auf. Bis später. Mir ist scheißegal, wie das aussieht. Ist mir wirklich scheißegal. Es steht. Ich soll mich nur vor den Mücken schützen, die mich jetzt schon am Stechen sind. Ich bin sicher, dass heute Nacht nicht regnet und alles gut. Ist nicht mehr viel Sonne da. Ich hab doch nur geredet. Entschuldigung. Puh. So. Mach grad die Taschen ab. Dann Lager aufbauen. Oh, meine Freunde, der pflegt eine harte Unterhaltung. Bevor es gleich dunkel wird, sage ich schon mal Tschüss, bis morgen. Ah, morgen
versuche ich mal richtig Kilometer zu machen. Ja, an der Mosel kann man das. Auf dem Kröllradweg kann man das nicht. Morgen machen wir Kilometer.